الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ich lobe Allah Azza wa Jal, den Herrn der Welten. Alles Lob gebührt ihm. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala fordert jeden von uns, die Menschen, die vor uns gelebt haben und die Menschen bis zum Tag der Auferstehung auf Taqwa vor ihm zu haben. Dass man sich vor ihm vorsieht. Er sagte dies in mehr als einer Ayah. Unter anderem sagte er, dass er den Menschen vor uns, den die Schrift vor uns gegeben worden ist, eindringlich empfohlen hat, sich vor ihm vorzusehen und uns ebenfalls. Ebenso sagte er subhanahu wa ta'ala in einer anderen Ayah sinngemäß übersetzt, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat und diejenigen, die vor euch waren, ebenfalls erschaffen hat, auf dass ihr Taqwa haben möget. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, das Thema der heutigen Predigt ist nichts anderes als gute und schlechte Gesellschaften, gute und schlechte Freunde. Denn gute Freundschaft, damit meine ich gute Menschen, Umgang mit guten Menschen zu haben, bringt den Sündigen dazu, sich Allah reuevoll zuzuwenden. Sie bringt den lügenden Menschen zur Wahrhaftigkeit, zur Wahrheit, zur Aufrichtigkeit, zur Ehrlichkeit und sie bringt den Sünder, liebe Geschwister, dazu, dass er rechtschaffen wird und sie bringt den ungläubigen Menschen zum Glauben. Und die schlechte Freunde bewirken, dass jemand wie Abu Talib in seinen letzten Atemzügen sagt, ich bleibe bei der Religion von Abdul Muttalib. Und er weigerte sich, wie es im Hadith heißt, zu sagen, La ilaha illallah. Und schlechte Freunde brachten schon damals den Sohn von Noah, Gottes Segen und Friede auf ihm, dazu zu seinem Vater Folgendes zu sagen, als sein Vater zu ihm sagte, steig auf ins Boot, dann sagte er, nein, ich werde zu einem Berg gehen und er wird mich schon vor dem Wasser schützen. Und dann sagte er zu ihm, es gibt heute niemanden, der geschützt wird vom Befehl Allahs, außer denjenigen, dem er sich erbarmt. Und daraufhin kam eine Welle und hat ihn von seinem Vater getrennt und darauf wurde er zu einem der Ertrunkenen. Meine lieben Geschwister, schlechte Freunde bringen einen dazu, ein schlechtes Ende. Schlechte Freunde führen zu einem schlechten Ende. Genauso wie gute Freundschaft nicht aufhört, auch nicht nach dem Tod, so hört auch die schlechte Freundschaft und ihre Auswirkungen halten an, bis sogar nach dem Zeitpunkt, nachdem der Tod geschlachtet worden ist. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran al-Karim zahlreiche Begebenheiten erzählt, die von Menschen waren, die schlechte Freunde hatten und die ein schlechtes und übles Ende erlitten haben. Und das war in jedem Volk, das Allah azza wa jalla im Koran erwähnt hat, das vernichtet worden ist, ob das Ad war oder Thamud war oder in dem Beispiel von Nuh alayhi salatu wassalam oder auch in der Geschichte der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war es immer so, dass die schlechten Freunde einen riesengroßen Einfluss gehabt haben. Nur derjenige, der sich von ihnen gelöst hat, damals, der ausgewandert ist von Mekka nach Medina, das waren dann letztendlich die wirklich Erfolgreichen. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns im Koran al-Karim ein paar Ayat und dazu gibt es einen Offenbarungsgrund bzw. ein Ereignis, das sich unter den Kindern Israels abgespielt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie es in Sahih Bukhari heißt, erzählt euch die Geschichten der Kinder Israels, daran ist keine Sünde, denn diese Geschichten, solange sie übereinstimmen mit unserer Religion, mit dem Koran und mit der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist daran nichts auszusetzen. Und diese Geschichte beinhaltet ein warnendes Beispiel für jeden Menschen, der Umgang hat mit schlechten Menschen. Und so sagte Imam al-Suddi, rahimahullah ta'ala, der Tabi'i und der Mufassir, der Imam in der Koranauslegung, er sagte, rahimahullah ta'ala, es gab zwei Kompagnons, zwei Partner, die zusammengearbeitet haben unter den Kindern Israels. Einer von ihnen war ein Gläubiger, der andere war ein Ungläubiger. Sie beendeten ihr Business und hatten am Ende ein Kapital von 6.000 Dinar. Dinar, liebe Geschwister, ist damalige Währung und waren nichts anderes als Goldmünzen. Die 6.000 waren zu 50% verteilt. Jeder von ihnen hatte 3.000 Dinar. Nach einer gewissen Zeit traf der eine der Gläubige auf den Ungläubigen wieder aufeinander und
Der eine fragte, der Ungläubige fragte den Gläubigen, was hast du mit deinem Geld, mit deinen 3000 angestellt? Hast du sie irgendwo rein investiert? Da sagte der Gläubige, nein. Und was hast du damit gemacht? Der Ungläubige sagte, ich habe ein Stück Land gekauft, ich habe Palmen gekauft, ich habe Früchte bringende Pflanzen erworben und ich habe sogar ganze Flüsse erworben. Daraufhin sagte der Gläubige zum Mensch zu ihm, hast du das wirklich gemacht mit deinen 1000 Dinar? Er sagte, jawohl. Daraufhin ist der Gläubige nach Hause zurückgekehrt. Und in der Nacht stellte er sich hin und betete eine gewisse Zeit lang. Und danach legte er 1000 von den 3000 Dinar, die ihm gehörten, vor sich hin und sagte zu seinem Herrn, O Allah, der so und so, er meinte damit seinen alten Partner, der so und so hat ein Stück Land gekauft, Palmen gekauft, Früchte gekauft, Flüsse gekauft mit 1000 Dinar, aber morgen wird er sterben und alles zurücklassen. O Allah, ich kaufe mit diesen 1000 Dinar bei dir ein Stück Land, Palmen, Früchte und Flüsse im Paradies. Am nächsten Morgen nahm er diese 1000 Dinar und verteilte sie unter den bedürftigen Menschen. Nach einer gewissen Zeit traf der Gläubige wieder auf den Gläubigen zusammen und er fragte ihn, was hast du mit deinem restlichen Geld, was hast du mit deinem Geld gemacht? Hast du es jetzt endlich investiert? Sagte er, nein. Und du? Er sagte, das, was ich gekauft habe, meine Gartenanlagen, diese Flüsse und die ganzen Sachen, das ist alles für mich zu anstrengend geworden und so habe ich für 1000 Dinar mehrere Sklaven gekauft, damit sie auf meinem Feld arbeiten. Sagt der Gläubige zu ihm, hast du das wirklich gemacht? Sagt er, ja. Daraufhin ging der Gläubige zurück und betete bei Nacht. Und als er fertig war, legte er die weiteren 1000 Dinar vor sich hin und sagte, O Allah, mein ehemaliger Kompagnon so und so hat mit 1000 Dinar Sklaven in diesem Leben gekauft. Und morgen verstirbt er, irgendwann in diesem Leben wird er noch versterben. Morgen verstirbt er und hinterlässt diese alle die Sklaven zurück. Oder sie sterben und lassen ihn zurück. O Allah, ich kaufe mit diesen 1000 Dinar Sklaven bei dir, Diener bei mir, bei dir im Paradies. Am nächsten Morgen nahm er die 1000 Dinar und verteilte sie unter den bedürftigen Menschen. Nach einer gewissen Zeit trafen sie wieder aufeinander und er fragte, und der ungläubige ehemalige Partner sagte zu ihm, was hast du gemacht? Er sagte, ich habe gar nichts mit dem Geld weiterhin gemacht, mit dem restlichen Geld. Und sagte, und du? Er sagte, was mich angeht, so war bei mir alles picopello, wie man sagen würde. Alles war perfekt, aber mir fehlte noch eine Ehepartnerin. Und deswegen, als der Sohn so gestorben ist, habe ich seine Witwe geheiratet und ihr 1000 Dinar, die restlichen 1000, als Brautgabe geschenkt. Und als wir dann verheiratet waren, hat sie ja diese 1000 wieder in die Ehe zurückgebracht und noch einmal so viel dazu. Er sagt, hast du das wirklich gemacht? Sagt er, ja. Dann ging der Gläubige zurück und bei Nacht betete er und sagte, O Allah, nachdem er die letzten 1000 Dinar vor sich gelegt hat, O Allah, mein Partner so und so hat eine Frau in diesem Dunya geheiratet, in diesem Diesseits geheiratet, in diesem niederen Leben geheiratet. Morgen verstirbt er und hinterlässt sie und lässt sie zurück. Oder sie verstirbt und hinterlässt ihn. O Allah, mit diesen restlichen 1000 Dinar halte ich um die Hand einer Paradiesfrau mit schönen großen Augen. Am nächsten Morgen nahm er die 1000 Dinar und verteilte sie unter den bedürftigen Menschen. Und so hatte der gläubige Mensch nichts mehr und hat angefangen zu arbeiten mit der Kraft seines eigenen Körpers. Mit seinem eigenen Schweiß nahm er einen Strick und hat Sachen getragen und hat Eimer getragen und den Strick um seinen Hals gelegt. Und dann hat er angefangen zu arbeiten und wurde während seiner Arbeit unterdrückt. Und jedes Mal, wenn irgendwas schief gelaufen ist, hat man es ihm in die Schuhe geschoben. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich muss diesen Arbeitsplatz verlassen. Ich gehe lieber zu meinem ehemaligen Arbeitskollegen, zu meinem ehemaligen Partner und versuche bei ihm zu arbeiten. Der andere, als er bei ihm ankam, sah ein riesengroßes Schloss
Und da waren Türvorsteher, sodass er gar nicht so einfach reingehen konnte. Und er sagte, bitte lasst mich rein, denn der Besitzer wird sich freuen, wenn er mich sieht. Dann sagten zu ihm, hau ab von hier, leg dich irgendwo hin und wenn er rauskommt und dich sieht und erkennt dich, dann hast du Glück. Er legte sich hin, nahm die Hälfte seines Kleides, legte es unter seinem Kopf, damit er das als Kissen benutzen konnte und schlief. Am nächsten Morgen sah er seinen Partner und er erkannte ihn tatsächlich. Er kam reitend an und begrüßte ihn und gab ihm die Hand und sagte, erzähl, was ist passiert? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Sagte er, bitte, er fragt mich nicht danach. Dann sagte er, warum bist du dann gekommen? Er sagte, ja, weil ich brauche Arbeit und damit ich mir die Kleider leisten kann und mein Essen mir leisten kann. Da sagte er, ich werde dir noch mehr geben, als du von mir verlangst. Aber erst musst du mir sagen, was du mit deinem Geld gemacht hast. Dann sagte er, er versucht es natürlich rauszureden, weil er möchte nicht darüber reden, über seine gute Tat. Er sagte, ich habe sie jemandem geliehen. Ich habe das Geld jemandem geliehen. Und er hat es mir nicht zurückgezahlt. Er sagte, wem hast du es geliehen? Sagt er, einem sehr Reichen, und der auf jeden Fall das Geld auch wieder zurückzahlen wird. Aber es ist noch nicht passiert. Er sagte, wen? Sagte Allah, meinen Herrn. Während er das sagte, waren ihre beiden Hände noch ineinander verschlungen und er gab ihm noch den Handschlag. In dem Moment zog er seine Hand weg und sagte zu ihm, glaubst du so etwas wirklich? Glaubst du wirklich, dass wenn wir gestorben sind und zu Erde und zu Knochen, Gebeinen geworden sind, dass wir dann wirklich zur Rechenschaft gezogen werden? Das heißt, dass wir auferstehen werden und das alles passieren wird? Daraufhin ließ ihn der ungläubige Mensch im Stich. Und der Gläubige lebte ein schweres und anstrengendes Leben, während der andere ein üppiges und angenehmes Leben lebte. As-Suddi rahimahullah ta'ala sagte, als sie aber beide gestorben sind und der Tag der Auferstehung stattgefunden hat, hat Allah den Gläubigen ins Paradies eingehen lassen. Und er bekam dann dort sein Stück Land, seine Früchte, seine Palmen, seine Flüsse und er glaubte das alles nicht. Und er bekam tatsächlich diese Diener, die er sich gekauft hatte mit den 1000 Dinaren Dunya. Und er bekam tatsächlich eine Ehegattin, die er in diesem Leben nicht sich hatte leisten können. Und er sagte jedes Mal, das alles habe ich bekommen wegen diesem Geld, was ich gegeben habe. Und sein Herr sagte, ja. Und dann in dem Moment erinnert er sich daran und sagt, ich habe doch in diesem Leben noch einen, ich hatte im diesseitigen Leben einen Begleiter gehabt, einen Arbeitskollegen, einen Partner gehabt. Der hat zu mir damals gesagt, glaubst du wirklich an die Auferstehung und dass wenn wir gestorben sind und zu Erde und Knochen geworden sind, tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden? Und ihr wisst, das Paradies ist oben und die Hölle ist unten. Daraufhin wurde zu dem gläubigen Menschen gesagt, möchtest du nicht einmal hinunterschauen in die Hölle? Da sagte er, er schaute dann hinunter und sah seinen ehemaligen ehemaligen Geschäftskollegen mitten im Höllenbrand, Gott bewahre. Und dann sagte er, wäre da nicht die Gnade meines Herrn gewesen, dann gehörte ich in diesem Moment auch zu den Vorgeführten. Und dann sagt er voller Freude, werden wir etwa nicht mehr sterben nach diesem Moment? Und gibt es nach diesem Moment keine Strafe mehr? Und Allah sagt, wahrlich, das ist der großartige Erfolg. Und genauso sollen diejenigen handeln, die das gleiche Ergebnis erlangen möchten. Genauso sollen diejenigen handeln, die ebenfalls zu den Glückseligen gehören wollen. Und die entscheidenden Dinge, liebe Geschwister, waren Nummer 1, dass diese Person mit Allah subhanahu wa ta'ala Handel getrieben hat. Der eine hat mit der Dunya Handel getrieben, aber er ließ alles zurück. Der andere hat mit Allah azza wa jal Handel getrieben und er hat alles Yawm al-Qiyamah vorgefunden. In dem Moment, in dem er es am wirklichsten, am dringendsten gebraucht hat. Und Nummer 2, er hat Ikhlas gehabt. Er wollte nicht über seine guten Taten reden. Selbst nachdem er gefragt worden ist, hat er eigentlich die Antwort nur gegeben, weil er unter Druck stand. Und er hat erstmal Ausreden gefunden. Er hat erstmal Sachen gesagt, die zweideutig sind. Ich habe sie geliehen. Natürlich hat er sie geliehen. Allah azza wa jal, denn du gibst ja nichts Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dass du dafür eine Gegenleistung haben möchtest. Nämlich seine Belohnung und seine Zufriedenheit subhanahu wa ta'ala. Und erst als er nicht mehr anders konnte, hat er gesagt, ich habe es Allah azza wa jal gegeben. Und dann wurde er einer Prüfung ausgesetzt, die allerdings für ihn am Ende besser gewesen war. Meine lieben Geschwister, an dieser Geschichte gibt es viele, viele Lehren, aber entscheidend möchte ich hinweisen auf diese entscheidende Lehre,
dass wir aufpassen müssen vor schlechten und vor falschen Freunden. Wie viele Kinder kennen wir aus unserer eigenen Gemeinschaft, aus unserer eigenen Moschee, die gestern noch bei uns waren, aber heute den Weg zur Moschee verloren haben? Meine lieben Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, für mich und euch, dass er uns Ikhlas geben möchte, möge, und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg gibt, dass wir unseren Handel immer auf Allah subhanahu wa ta'ala ausrichten, denn dann werden wir den großartigen Sieg erringen, den auch dieser Mensch in Surat As-Saffat errungen hat. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa sallam.